Den Änderungsantrag übernehmen wir gerne. Wir hatten ja, der Antrag ist entstanden, als der Antrag kam, die IHK und die Handwerkskammer einzuladen. Wir hatten dann mit den verschiedenen Gewerkschaften der Kasse auch gesprochen. Wir haben eine ganze Reihe an Gewerkschaften. Im Prinzip fände ich sogar sinnvoll, die NDG auch einzuladen, weil die ja auch die Beschäftigten in der Gastronomie und so vertritt. Und haben uns dann aber quasi mit den Gewerkschaften auch geeinigt, das macht einfach Sinn, die DGB zu haben, eben für die Gesamtlage, wie sieht es quasi aus, weil es einfach der Gewerkschaftssachverband ist und mit Verdi im Speziellen, weil es da ja auch einfach um die kommunale Daseinsvorsorge geht. Und ich finde es tatsächlich sträflich zu leugnen, dass es einen Interessensgegensatz gibt und so zu tun, als würde man, wenn man nur mit der Unternehmensvorstandsebene spricht, die Interessen der Beschäftigten hören. Also ich finde es schon, man kann damit unterschiedlich umgehen mit diesem Interessengegensatz. Ne? Das Arbeitsrecht regelt das ja auch. Das ist, die einen sagen, sie den Ausgleich der Interessen, aber das einfach zu leugnen, finde ich sehr sträflich. Weil das nämlich genau dazu führt, den Problemen, die wir haben. Und ich von daher natürlich jetzt mit VW, deswegen haben wir den Betriebsrat mit reingenommen, macht die Metall und so auch Sinn, aber ich glaube, es würde ihnen wirklich viel bringen, die Perspektive der Gewerkschaften im Ausschuss auch zu hören, genau um das zu öffnen, weil es sind nämlich dann nicht nur die Interessen, was ist der Standort hier, sondern auch, was heißt dann, wie unsere Unternehmen hier aufgestellt sind, zum Beispiel für die Gesundheit der Beschäftigten. Wie ist es denn mit den Mitbestimmungsstrukturen? Wie ist es mit der Wohnsituation? Also das ist ja alles, was meiner Meinung nach dranhängt und die Beschäftigten auch wirklich als Ganzes zu betrachten und die Gewerkschaften wirklich als Vertreter der Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer. Ich meine, Wintershalt-Vorstand eben zieht schnell mal um. Wer hier bleibt und wir wollen, dass sie hier bleiben, sind ja die Beschäftigten, die jetzt im Moment wieder alleine dastehen. Von daher überlegen Sie sich das nochmal. Und ich sage Ihnen auch, wir hatten, wie gesagt, das Gespräch mit den Gewerkschaften dazu. Wir dachten, es ist überhaupt keine Frage, dass man die einlädt. Wir laden jeden Museumsleiter zu Recht in die Ausschüsse ein, um zu berichten. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt tatsächlich ungern, aber es ist, wäre ja Ihre Botschaft, nicht unsere, dass man denen mitteilt, nee, Sie wollen hier nicht gehört werden, sondern mit Gewerkschaften spricht man nur im Hintergrund, auf die Bühne dürfen nur IHK und Handwerkskammer. Ganz schlechtes Signal.